Im Landkreis Tübingen ist die Zahl der Übernachtungsgäste überdurchschnittlich gestiegen. 3,9% mehr waren es allein im vergangenen Jahr. Möglich gemacht habe das auch die gute Konjunktur, die zahlreiche Geschäftsreisende angelockt habe. Entsprechend seien die Zahlen im ersten Halbjahr 2019 bereits leicht rückläufig. Der Landkreis setzt bei der Tourismusförderung weiter auf seine Themenradtouren und die Premium-Wanderwege, von denen es jeweils bereits 10 verschiedene gibt.